Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, auf jeden Fall Leute, wie ihr schon im Titel lesen könnt, gibt es heute ein kleines How-To wieder mal von mir. Wurde sich halt jetzt schon öfters mal gewünscht, dass ich sowas mal mache von einem Ölwechsel. Und genau das machen wir nämlich heute. Denn ihr seht gerade, ich bin gerade am Berg. Das heißt, ich fahre gerade in meiner Garage. Bis ich bei meiner Garage bin, ist das kleine Mopädchen, auf jeden Fall die Lucy, die ist bis dorthin dann auch schön warm und dann können wir eigentlich direkt losstarten mit dem Ölwechsel. Denn ich muss halt nur sagen, ich werde sie wahrscheinlich so 10 Minuten auskühlen lassen, dass ich mir nicht direkt die Pfoten verbrenne, denn das Problem ist, sind halt bis zu meiner Garage so 15 bis 20 Minuten Fahrt und da wird sie doch ein bisschen zu warm, dass man direkt den Ölwechsel machen kann, zumindest für mich. Denn ich mache das ja alles immer ohne Handschuhe und so, ja, so 90 Grad Öl oder so, über die Pfoten, ja, habe ich jetzt nicht so Bock. Deswegen werde ich das Bike so 10 Minuten, Viertelstunde auskühlen lassen und ich habe gesagt, dann sehen wir uns wieder in der Garage. Also bis gleich. So Leute, dann fahren wir da jetzt direkt rein, denn wir haben jetzt ja, 93 Grad Wasser. So, rein da. Ah, wird dann Besen eingestellt, Digga. So Leute, ihr habt jetzt gesehen, ich habe die MT07 jetzt reingefahren. Und wir haben jetzt so circa 15 Minuten später, das heißt die Karre ist ein bisschen abgekühlt, dass wir nicht direkt die Pfoten verbrennen. Ja, wäre nämlich nicht so leibend. Und wir gehen jetzt mal kurz zur Werkbank und dann zeige ich euch mal, was wir für die MT07 im Speziellen jetzt alles brauchen. Also für einen Ölwechsel grundsätzlich braucht ihr mal eine Ölablasswanne, sagt man das so. Auf jeden Fall ein Auffangbehältnis. Ich muss sagen, ich habe einfach das Ding, was gefühlt jeder hat, denn das gibt es so für 8 bis 9 Euro beim Louis. Dann, was ihr auch bei jedem Motorrad braucht, ist Werkzeug. Bei dem MT07, ganz speziell bei mir, weil ich schon einen K&N Ölfilter verbaut habe, brauche ich nur eine 17er Nuss. Warum ich nur eine 17er Nuss brauche, dazu kommen wir nämlich gleich, denn man sieht es hier schon auf der Verpackung, der K&N Ölfilter, die haben einfach so eine geile Erfindung. Das ist einfach so genial. Und was brauchen wir natürlich noch für einen Ölwechsel? Genau, ich habe schon erwähnt, einen Ölfilter. Im besten Fall sogar eine neue Schraube. Habe ich jetzt meistens auch nicht. Ich kaufe mir meistens einfach nur neue Dichtungen für die Ölablassschraube. Und ganz wichtig, das Öl. Öl ist dann nämlich immer so eine Sache, was ihr haben wollt, was für ein Bike ihr habt, was das braucht, dies, das. Ich muss sagen, bei den japanischen Bikes nehme ich zu 90% immer das 10W40 5100 oder das Motul 300V. Also genau das hier. Und dann, was ihr auf jeden Fall auch haben solltet, ist ein Drehmomentschlüssel. Ich habe meinen Drehmomentschlüssel hier unten drinnen. Denn die Ölablassschraube würde ich euch raten, immer mit Drehmoment anzuziehen. Wären bei der MT07 stolze, und das ist jetzt echt krass, mit was die angezogen wird, 43 Newtonmeter. Und man muss halt auch ganz klar sagen, so ein Drehmomentschlüssel kostet heute echt nicht mehr die Welt. Das heißt, sowas kann man sich schon mal gönnen für so einen Ölwechsel. Das waren jetzt mal die grundsätzlichen Sachen, die ihr so braucht für einen Ölwechsel. Natürlich, von Bike zu Bike ist das immer verschieden. Ich rede hier hauptsächlich von der MT07. Was natürlich auch geil ist zu haben, ist so ein Reparaturanleitungsbuch, dies, das. Ich finde sowas extrem geil und geiler Vorbesitzer von der MT07, das war einfach mal dabei, das heißt, ich habe mir so 30 Euro auch wieder erspart, denn so ein Buch würde ich mir so oder so kaufen. Hatte ich für meine ganzen CWRs, die ich hatte, und das ist halt geil, weil da einfach die kompletten Drehmomente drinstehen. Und ich hätte jetzt mal gesagt, wir wechseln jetzt direkt zum Bike und fangen mal einfach mal damit an, die Ölablassschraube zu lösen und den Ölfilter und lassen mal die alte Brühe raus. So Leute, ich nehme mir da jetzt einfach noch eine Verlängerung und eine große Ratsche. Dann hat man es nämlich ein bisschen einfacher. Ob ihr euch jetzt wirklich eine Verlängerung braucht, hängt von euch ab. Ich finde es halt ein bisschen entspannter. Denn wenn dann das Öl kommt, ja, dann spritzt man sich nicht direkt das heiße Öl auf die Pfoten. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, ist hier aufschrauben. Ein Kollege hat das nämlich mal vergessen. Komplett lost der Typ. Sogar loster als ich. Und hier oben aufschrauben ist auch vom Vorteil. Denn ich hatte schon mal, wenn jemand hier oben nicht, wenn man hier oben nicht aufschraubt, dass dann Unterdruck dies, das ist und dass das Öl dann nicht rauskommt.
Deswegen mache ich das jetzt meistens immer direkt am Anfang auf. Fuck, ist das heiß. Und das Ding war mal blau. Ui. Lala. Zum Empfehlen ist natürlich auch, wenn man sich was unterlegt. Denn ich kenne das halt von mir. Wenn da das heiße Öl rauskommt, ist Ziel nicht immer so einfach. Aber ich hätte es mal gesagt, wir wechseln jetzt auf die andere Cam. Ich setze den Helm ab und dann löse ich kurz die Ölablassschraube und den Ölfilter. Dabei das Öl noch abtropft, ersetzen wir jetzt kurz mal hier die Dichtung, wenn die runter will. Okay, ja, da haben wir sie. So, runter damit. Und ich gebe es zu, letztes Mal habe ich keine Dichtung gewechselt, weil ich keine da hatte. Da war wieder der Losty am Start. So, ich habe hier jetzt einfach eine Kupferdichtung, ist prinzipiell eigentlich egal. So, rauf damit und fertig. Die können wir jetzt dann gleich wieder reinschrauben. Und wenn wir hier schon sind, dann packen wir auch gleich mal den Ölfilter aus. Der ist nämlich so geil, oben mit dem, ja, wie nennt man das? Ja, zum Losschrauben ist das richtig geil. Und man muss auch sagen, man liest über den Ölfilter extrem schlecht, ist das irgendwie oben undichtiert, etc. Ich muss sagen, ich habe jetzt 6 oder 7 von denen schon verbaut. Und bis jetzt ist noch keiner undicht geworden bei mir. Muss ich echt sagen. Und das Beste ist, wenn man die in Aktion kauft, die Kannen Ölfilter, dann kriegst du einen für 6,50 oder so. Also die sind echt nicht teuer. Und die Dichtung ist schon voreingefettet. Also das ist auch richtig geil bei denen. So, ich schraube jetzt Ölfilter und Ölschraube wieder rein. Und dann können wir prinzipiell schon das Öl reinkippen. So, ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe jetzt alles wieder mit Drehmoment angezogen und jetzt geht es darum, das Öl reinkippen. Also in dem Tenno 7 gehören laut Yamaha 2,6 Liter mit Filter. Das heißt jetzt, wir kippen jetzt das Öl rein. Ich mache das meistens so, ich kippe jetzt Öl rein, bis das Schauglas unten voll ist. Und dann starte ich sie für 2 Sekunden und dann korrigiere ich den Ölstand nochmal. Und wenn ich den Ölstand dann korrigiert habe auf Maximum, dann lasse ich sie nochmal komplett warm laufen und dann kippe ich, je nachdem wie es da unten ausschaut vom Schauglas, nochmal ein bisschen Öl nach oder eben nicht. Swilla, swilla, swilla.
So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe mal wieder nach längerer Zeit so ein kleines How-To-Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe es halbwegs für jeden zum Verstehen erklärt, also sinnvoll erklärt. Ja, ich muss sagen, ich brauche für einen Ölwechsel bei der MT07 jetzt meistens immer so 10 bis 15 Minuten, vorausgesetzt natürlich, der Motor ist schon warm. Aber ich muss auch eins ganz klar sagen, die MT07 ist auch das Bike, was, wie ich finde, zum geilsten zum Schrauben ist, was ich habe. Also weil es ist alles so easy zu machen bei ihr und auch in relativ kurzer Zeit. Denn natürlich, wenn ihr jetzt einen Supersportler habt und erst einmal die komplette Verkleidung abbauen müsst, dann ist klar, dass ihr da erst einmal keine Stunde braucht, bis die Verkleidung herunter ist. Aber das hat die MT ja zum Glück nicht, das geht da relativ zügig. Ich werde euch auch alle Links zu den Produkten, die ich in diesem Video verwendet habe, in die Videobeschreibung haben. Ich bekomme von keinem Hersteller dafür ein Geld, dass ich die Produkte verwende. Aber ich verwende halt zum Beispiel den K&N, jetzt hätte ich schon wieder fast Luftfilter gesagt, Digga. Ich verwende halt den K&N Ölfilter einfach, weil er sich bei mir bewährt hat, vor allem mit der Nussaufnahme da vorne. Das ist einfach so geil, oder? Und halt Motulöl fahre ich auch schon jahrelang, aber auch nur in den japanischen Bikes, ganz wichtig, denn in den KTMs fahre ich nur Motorex. Aber ja, ich würde sagen, das Video ist wahrscheinlich hier schon wieder viel zu lange, deswegen Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da und wenn ihr noch mehr Scheiße von mir sehen wollt, dann klickt jetzt auf den zweiten Link in der Videobeschreibung und guckt auf meinem Twitch-Channel vorbei, da bin ich wahrscheinlich wie immer gerade live um die Uhrzeit, wenn das Video online kommt und dort irgendeinen den Burner zum. Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und Peace Leute!